Ein vielfältiges Programm bot der Klimaaktionstag im Brunn am Gebirge. Vom Benefizlauf der Schülerinnen und Schüler der neuen Mittelschule über ein gesundes Frühstück mit Bioprodukten aus dem Annenhof bis hin zu Informationen über erneuerbare Energieträger für Sanierung und Neubau, Fernwärme und Photovoltaik. Ein Charity-Lauf hier von der neuen Mittelschule. Die Kinder sind wetterfest. Erstens einmal ein herzliches Dankeschön an die Kinder, dass sie trotz dieser nicht ganz freundlichen Wetterbedingungen mitmachen. Wir haben das Projekt vorbereitet und ich glaube, es wird auch gut gelingen. Es sind also die Schüler motiviert. Wir haben im Vorfeld gesammelt für das Projekt. Das heißt, jeder Schüler hat sich einen Sponsor gesucht. Für jede Runde soll es 1 Euro geben. Und diesen Gesamterlös wollen wir dann der Caritas zur Verfügung stellen. Warum machst du mit? Weil Laufen mir Spaß macht und weil ich eben den Mutter-Kind-Häusern und den Kindern in Afrika auch helfen möchte. Ja, ich laufe auch in meiner Freizeit viel, mache auch Sport und ich möchte auch den Leuten in Afrika und so helfen. Ich laufe diesmal für die Kinder in Afrika und so und ich laufe auch so viel in der Freizeit und so. Ich finde das auch gut, dass wir das in der Schule so machen können. Beim Laufen da geht es nicht um Geschwindigkeit, das ist mal ganz wichtig in den Vordergrund zu stellen, sondern es geht um Spaß, soziales Engagement soll und darf Spaß machen und das beweisen wir heute hier in Brunn-Maria-Enzersdorf beim Laufen der 2013, wo die ganze Schule heute für den guten Zweck läuft, zum einen für ein Projekt im Inland, das sind die Mutter-Kind-Häuser der Caritas, und zum anderen aber auch ein Projekt im Ausland, und zwar die Sahelzone in Afrika. Das heißt, die Kids entscheiden selber, wem sie ihre Kilometer heute spenden, und wie man im Hintergrund merkt, laufen sie tatkräftig und werden so einige Runden, ich habe gehört, der eine oder andere möchte heute bis zu 25 Runden schaffen. Ich habe zwischen 15 und 20 Runden geplant. Ich renne auch für die Runden, also pauschal und Runden. Und, ja. Ein sehr aktiver Tag heute. Ja, für uns war das sehr wichtig. Klimaaktionswoche vom Land Niederösterreich und Klimaaktionstag in Brunn am Gebirge. Und für uns war das die Überlegung, Bewusstseinsbildung in der neuen Mittelschule ist einfach für die Zukunft schon die richtige Situation. Und wir haben nicht nur jetzt die Geräte ausgestellt, wie wir dann CO2 einsparen mit erneuerbaren Energieträgern. Wir haben natürlich auch die gesunde Jause, ja, vom Biohof Annahof in Laab im Walde. Wir haben auch Natur im Garten und ich denke, das ist eine richtige Situation für diesen. Es gibt auch ein Biofrühstück. Ja, wir haben heute hier eine Jause für die Kinder, für die Schulkinder und auch für die Gäste des Klimaaktionstages vorbereitet. Und wie Sie vielleicht im Hintergrund auch ein bisschen sehen, ist, wir haben einen sehr aktiven Arbeitskreis, wo sich Bürgerinnen und Bürger aus ganz Brunn hier wirklich ganz aktiv mit einbringen, um hier das Thema Fairtrade noch besser in der Bevölkerung zu platzieren, bekannter zu machen und Bewusstsein zu schaffen. Und das möchten wir auch heute bei den Kindern machen, indem wir ihnen eben diese Jause anbieten. Und hier haben wir eine ganze Reihe an Kostproben für die Kinder vorbereitet. Da gibt es ganz leckere Dinge von Schokolade über kleine süße Äffchen bis hin zu verschiedenen Säften und Eistee.